Binnenschifffahrt transportierte in den letzten Jahren immer zwischen 200 und 220 Millionen Tonnen. Dieser Film erzählt, informiert, lehrt und dokumentiert von der Binnenschifffahrt und Ihnen, den Binnenschiffern, im Jahr 2018 und 2019. Erzählt aus allen Facetten dieses außergewöhnlichen Berufszweiges dennoch nur Grundlegendes, aber auch sehr viel Wichtiges von den Schiffen, den Leistungen der Besatzungen, der heutigen modernen Technik und ihren Arbeitsplätzen. Wir zeigen ein wenig, wie sie leben und was sie bewegen, werden von der sichersten Binnentankschifffahrtsflotte weltweit und deren Aufgaben berichten, präsentieren mächtig starke Schubschiffe, die mit einem Transport bis zu 16.000 Tonnen den Strom hinaufschieben können, und blicken auf Schiffe, die diese gigantischen Massen an Containern aus aller Welt, aus den Seehäfen ins Inland und wieder zurück in die Seehäfen transportieren. Berichten über die Frachtschifffahrt, die alle Wasserstraßen in diesem Europa schier ohne Grenzen mit unzähligen Frachten befahren können. Als Leistungsbeispiel erwähnen wir eine schwarze Fracht, die so schwarz wie sie auch sein mag, noch einiges für alle Menschen gleich sehr angenehm hell erleuchten lässt. Zeigen wir das weißstrahlende Fahrgastschiff, das Menschen aus aller Welt unser schönes Europa nahebringt. Und zu guter Letzt erwähnen wir die neue, sehr fremdwirkende, doch allumgreifende Willkommenskultur gegenüber der Binnenschifffahrt, die sich leider nur in Deutschland an vielen befindlichen Dörfern und Städten immer weiter ausbreitet. Es war leider nicht möglich, alle Situationen, auch die extrem prekären, wie zum Beispiel in der Kanalschifffahrt, in dieser Dokumentation explizit zu berücksichtigen. Das wäre eine ganz eigene Dokumentation, über dessen Fertigung man sich sehr interessiert ernsthaft Gedanken macht. So berichten wir grundlegend von Dingen, die alle Binnenschiffe und alle Binnenschiffer in gleichem Maße betreffen. Wir wünschen Ihnen eine informative Unterhaltung.